Ja, hallo. Wie ihr seht, bin wieder so halbwegs startbereit. Noch bei meinem Häuschen. Und ich bin wieder mal nicht alleine. Upp, wo bist du? Hallo. Bist du drauf? Ja. Das ist, ich habe heute wieder Begleitung von Birgit aus Mülheim, ne? Mülheim an der Ruhr. Und ja, sie ist auch Abonnentin mittlerweile von meinem Kanal, von meinen Filmen. Und der Kontakt ist über Harry entstanden. Und sie ist über Ostern hier oben in Friesland. Und, moin, moin. Und wir machen jetzt mal eine Tour. Lasst euch überraschen, wohin es geht. Bis gleich. Ja, wir sind jetzt unterwegs und sind jetzt in der Zeglermarsch. Und vielleicht erkennt der ein oder andere es wieder. Wir sind auf dem Weg zu Katjas Melkhüske. Es ist ein bisschen windig, aber ansonsten schön, ne? Ja, wunderbar. Tolles Wetter haben wir heute. Wir haben richtig Glück. Ganz toll. Ja. Im Ruhrgebiet regnet es zurzeit. Strömenden Regen hatte ich heute Morgen. Und alles grau in grau und es ist ein Traum hier. Keine Wolke am Himmel. Ja, am blauen Himmel. Jetzt. So. Leute, es ist so schön hier. Das glaubt ihr gar nicht. Es geht hier eine frische Brise. Ja, ein bisschen Wind. Es ist hier traumhaft. Ja, wir sind richtig hier, schön. Sind jetzt beim Katjas Melkhus. Vielleicht kennt der ein oder andere das schon mal aus den vorhergehenden Filmen. Mhm. Ja. Und jetzt geht's weiter. Geht's weiter. Genau. Richtung Neustadt Gödens. Ja, auf unseren bekannten Plattenwegen hier. Jetzt im Moment haben wir Rückenwind. Ist richtig gut. Ja. Noch einmal hinter uns. Mhm. Hier neben uns ist das Naturschutzgebiet. Sind wir wieder auf dem Kirchweg oder die Kirchstraße in Neustadt Gödens mit den schmucken alten Häusern, zum Teil wenigstens. Klappbrücke Dickhausen. Und da ist schön. Und da müssen wir hin und wir haben eine steife Brise. Oh. Steife Brise macht nichts. Die Hille hat hier einen Motor und die schaltet die Wattzahl jetzt hoch und ich folge dem Windschatten. Breit so machen wir das. Ja. Das hat sie gesagt. Steife Brise. Birgit muss strampeln ohne Ende hier gegen unseren Wind. Ja. Aber ansonsten ist das wieder eine schöne Strecke. Und ja,
Da vorne ist die Eisenbahnbrücke Mariensiel. So, gleich haben wir den Emsjade-Kanal fertig und fahren dann Richtung Jade-Weser Airport. Ja, wir sind gerade am Flughafen in Mariensiel. Nee, der startet gerade durch. Ich dachte, der landet. Ja, und wir fahren hier jetzt am Deich von Mariensiel bis Adangas. Einmal den Jadebusen. Der Jadebusen. Ein bisschen windig hier, aber schön. Sonne scheint. Ja, und da hinten, ist Dangast. Da hinten ist Dangast und hier vorne ist Harrys Bank. liebe Grüße nach Duisburg. Ja, heute ziemlich was im Gegenwind. Und da müssen wir gleich den Deich dann auch noch hoch. Mal oben auf dem Deich und Birgit habe ich wohl geschafft. Alles gut? Gott, ist das ein Gegenwind. Ich bin so platt. Da hinten ist Wilhelmshaven. Ist das ein Wind? Das kann man sich nicht vorstellen. Dangas. Da gönnen wir uns gleich ein Hütbrötchen und Rhabarberkuchen. Vom Wetter her toll, nur ein bisschen windig. Alles gut? Gefilmt? Bitte? Du wirst jetzt gefilmt, ja. Ich bin so platt, der Gegenwind hier. Gegenwind und Deich. Und Berg hoch. Ja. Ich habe mir gleich mein Fischbrötchen verdient. Ja. Hier sind die Mäharbeiten. Am Dangaster Hafen und werden uns gleich ein Fischbrötchen gönnen. Schiffe sind alle noch nicht da, bis auf Jantje von Dangast, die wird wir gleich ablegen. Und wie immer bei Feiertagen geht hier ein bisschen was los. Das ist der alte Leuchtturm. Ja, jetzt wird die Jantje los. Ja, und hier sind wir in Dangast am Strand und eins der wenigen Male, dass das Wasser da ist. Da hinten ist Wilhelmshaven. Und ganz schön viel los bei dem schönen Wetter. Jetzt mal raushängen lassen. Ich
Da ist die Kamera mit drauf. Mhm. So, jetzt sind wir in Elsenseeler Dom. Da ist die Autobahn. Und weiter geht's. Und jetzt sind wir wieder in den Friesischen Weiten unterwegs. Und können wir noch, Birgit? Bitte? Können wir noch, ja, ne? Ja, sicher können wir noch. Ja. Da wartet auch noch gleich der Berliner auf uns. Genau. Und einen Kaffee. Da haben wir uns nämlich in Dangers den Rhabarberkuchen leider nicht gegönnt, weil das war sowas von voll dort. Und ist eben halt, weil das die Dinger lecker schmecken. Aber bei mir um die Ecke gibt es auch eine Berliner Bude. Dann werden wir die mal nutzen. Ja, und jetzt sind wir schon auf dem Weg heimwärts. So, da geht's hoch nach Zetel. Moin. Ja. Bin ich, du bist drauf, ne? Ich bin drauf. Bist du on air? Wir sind wir sind jetzt on air, genau. On air. Wir sind jetzt bei unserem Skulpturenpfad angekommen und sind gleich wieder zu Hause. Das war eine schöne Runde. Schön, dass es dir gefallen hat. Ja, hat mir sehr gefallen, bis auf den Gegenwind. Den hatte ich nicht bestellt. Den hatte ich nicht bestellt. Menno. Aber jetzt auf den letzten Stück. Von Dangers hier nach Haus. Ja, super. Das und dann gibt es gleich noch Berliner und Kaffee. Ja, genau. Ja. Grüße an Harry von Harry Radet. Der hat uns verkuppelt. Der hat uns verkuppelt, genau. Genau. Ja, wir sind von Zedel aus gefahren, gestartet über die Zedler Marsch und dann nach Neustadt-Gödens, über Gödens-Dieckhausen am Ems-Jade-Kanal hoch bis nach Mariensiel, dann von da aus nach Dangers und jetzt wieder zurück durch die Weiten Frieslands. Wer das mal nachfahren möchte, die Tour steht bei der Hille in Komoot. Bei Komoot. Bei Komoot, genau. Kann man die sich rauspicken. Genau, und das ist einiges, einige von meinen Touren, die ich gefahren bin, kann man da angucken. Die habe ich auf öffentlich gestellt. Da genau, Fischbrötchenrunde kann man die nennen. Fischbrötchenrunde passt ja, ganz gut. Ja gut, dann habe ich ja gleich einen Titel für die Tour. Machen wir Fischbrötchenrunde, genau. Dann wünschen wir euch noch ein schönes Osterfest. Wir haben heute Karfreitag, es dauert ja noch ein bisschen, bis der Film dann rauskommt, aber wünschen euch im Nachhinein frohe Ostern gehabt zu haben. Und bis zum nächsten Mal, eure E-Bike-Kille und Birgit. Tschüss. Aber hier werden wir noch keinen Kuchen essen. Wir haben noch nicht genug gemacht. Oh, nein! Oh. Das ist die Kamera mit drauf. Mhm.